Ja, vielen Dank, vielen Dank. Das war eben ein Geburtstagslied für die Frau Hermanns. Die wurde 1976, 93 und du als Zivi hast ihr gesungen. Eine alte Frau in einer ganz anderen Zeit, die alt war, aber irgendwie geistig fit. Ja, die ist, ich habe das ja dann ausgerechnet, ich habe ja diesen Text wiedergefunden, der war bei mir im Archiv, in einem Aktenordner. Und beim Stöbern finde ich den und lese diese ersten zwei Zeilen und da kommen da zwei Zahlen drin vor. Also 93 wurde sie, 1883 wurde sie geboren. Das heißt, also ich rechne ja nicht gerne, aber das habe ich dann noch hingekriegt. Es war 1976 und es war mein allererster Text auf Kölsch. Im Proberaum haben wir ihn mal gespielt, aber war natürlich klar, so ein Lied ist jetzt nichts für irgendwie ein Gig in der Kneipe oder so. Aber ich habe mich total gefreut, dass ich das wiedergefunden habe und bin dann auch sehr schnell dann ins Studio gegangen und habe das mal in der Originalversion eigentlich aufgenommen. Ein bisschen Mundharmonika, ein bisschen Gitarre, ein bisschen Gesang und dieser Text von dieser wunderbaren alten Lady, die ich auch noch von Kind an kannte, ist das irre dabei. Nee. Ich stelle mir dann vor, da hinten stehen die vielen Kisten. Das ist ein DIN A4-Blatt mit Text und Akkorden drüber. Aber den Rest hast du dich erinnert. Ich hatte es auf der Schreibmaschine meines Vaters getippt. Die hatte ich früher so ein Einfingersystem, habe ich längst aufgegeben. Ich schreibe ja nur noch mit Papier und Bleistift. Und das habe ich wiedergefunden und das hat einen Riesenspaß gemacht. An die Akkorde konnte ich mich noch ungefähr erinnern. Ich habe dann eigentlich auch erkannt, dass ich zu der Zeit wohl auch sehr viel Kinks gehört habe. Weil das ist eigentlich so die Betrachtungsweise von Ray Davies über diese alte Frau, die am Kirmes steht. So, weißt du, so diese Stücke von diesem wunderbaren Konzeptalbum We Are the Village Green Preservation Society. Da kommen solche Charaktere vor. Das habe ich mir alles im Nachhinein erklärt, weil Dylan ist zwar die Instrumentierung und der Mundharmonika, aber so die Haltung, das habe ich, glaube ich, weil ich auch wirklich sehr, sehr viel Kinks gehört habe. Reden wir über deinen Runden. Du hast schon immer und früh betont, dass du kein Berufsjugendlicher sein willst. Und das hat ja geklappt. Ja. Wie waren oder wie ist denn das Älterwerden mit Rock'n'Roll? Es ist großartig. Es ist ja wie ein Jungbrunnen. Also ich denke ja, wenn ich nicht danach gefragt werde, denke ich ja nicht daran, dass ich jetzt 70 bin. Ja, das interessiert mich auch nicht. Die Hauptsache ist, es fließt eins in das andere und ich kann das weiterhin tun, was ich gerne tue. So, sagen wir, aus der Innensicht hat mich letztens einer gefragt, welches Alter denn aus der Innensicht? Ja, irgendwas mit 50. Irgendwie sowas. Ja, also, und das ist auch in Ordnung. Was jetzt natürlich anders ist, wenn man 7 Jahrzehnte alt ist, man denkt schon darüber nach, wer alles in dem letzten Jahrzehnt beispielsweise gestorben ist von alten Freunden. Und es wird einem natürlich auch klar, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre es wahrscheinlich zwangsläufig in die Auslaufrille geht. Weil keine Ahnung, ob ich mit 80 noch auf der Bühne stehen kann und 3 Stunden 15 Konzerte spielen. Vielleicht machen wir sie dann ein bisschen kürzer, nur 3 Stunden oder so. Lass uns mal ganz kurz über den Bub-Sound reden. Warum das heute noch funktioniert? Es gibt Bands, die weiter wie die 80er klingen, Oldie-Bands sind. Auch bei Bub hat es mal Synthies gegeben, aktuelle Sounds. Bub klingt, das ist so meine Theorie, jetzt wie die Eagles schon seit den 70ern und wie Springsteen schon immer. Zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, Orgel. Und das geht zeitlos so auch noch 20 Jahre weiter. Nur Instrumente, die es schon gibt, seit es den Rock'n'Roll gibt. Ist es das? Ja, also muss man wirklich sagen, das hängt auch wirklich sehr stark mit Ulle, also unserem Gitarristen und seiner Frau, der Anne, die beiden letzten Alben auch produziert haben. Wir haben unglaublich viel Wert auf Songdienlichkeit gelegt, dass diese Platten nicht irgendwie plötzlich, da muss jetzt unbedingt dieses Gitarrenriff rein, damit das auch Mörder zimmert und damit auch keiner sagen kann, wir werden alt oder irgend sowas. Der Ulle hat mir für dieses Album halt zunächst mal 11 Songs geschickt mit einem provisorischen Gesang, wo ich mir Gedanken machen könnte, wovon die handeln könnten. Der hat mir wunderbare Betten bereitet. Ich musste mich da nur noch reinlegen. Ich sage auch manchmal, sage ich Steilvorlagen. Ich bedanke mich bei dem für diese wunderbaren Steilvorlagen. Da sind noch ein paar mehr gekommen. Anne hat dann auch noch bei 2, 3 Stücken mitgearbeitet. Dann kam von unserem Keyboarder kam noch
noch eine wunderbare Nummer. Ja, das ist, ich glaube, mittlerweile haben auch alle kapiert, dass es am besten ist, wenn man mit dem Niedecken so arbeitet und nicht irgendwelche Modernismen, wo irgendwelche Synthesizer rumblubbern oder irgendwelche komischen synthetischen Trommeln oder synthetische Bläser. Das bin ich einfach nicht. Das, was jetzt auf dem Alles fließt Album stattfindet, das bin ich. Das ist eigentlich maßgeschneidert für mich. Also kann man sagen, Musik muss erstmal am Lagerfeuer funktionieren. Ja. Und da bauen wir ein bisschen drauf auf, aber ohne Schnickschnack. Ganz genau. Also das ist ja damals auch das Erfolgsrezept, fällt mir gerade ein, von R.E.M. gewesen. Diese ganzen Songs konnten die Jungs am Lagerfeuer spielen. Unsere alten Songs konnten die auch. Das hat dann irgendwann aufgehört, als die Band so in Spagat geriet. Ja, da war das auf einmal nicht mehr so. Und das war für mich eine falsche Entwicklung. Aber ich konnte mich ja dann erfreulicherweise wieder in diese Richtung bewegen. Also ich glaube, das ist seit dem Soloalbum Zusammen alt, wo dann bei Bab ja dann das Märchen vom gezogenen Stecker draus entstanden ist, seitdem ist das so. Und da bin ich unheimlich happy darüber, dass das so ist. Wolfgang, das letzte Lied, das kam auf der Live-Platte Best Demnächst raus. Zu einer Zeit, als ich Polka- und Tanzmusiktrommler war. Das war mein Lied. Weinfest, ja. 50 Kilometer entfernt, bis um 1 spielen, bis um 2 abbauen und bis um 3 heimfahren und im Auto Kassette mit Restadrenalin das letzte Lied gegrölt. Ja. Wir waren auch 7. Warum hast du das jetzt nochmal neu aufgenommen? Weil wir haben das nie in einer Studio-Version aufgenommen. Das Stück war ja eigentlich auf dem ersten Live-Album, auf Bis Demnächst, war das ja eigentlich schon komplett überholt. Oder wir haben das Stück eingeholt wieder, weil ich habe das damals geschrieben, vor lauter Begeisterung für dieses, für Jackson Browns Running on Empty. Das war so, das war unser Ding. Boah, Running on, auf den Highways und diese Romantik und Wahnsinn. Dabei haben wir, wenn es hochkommt, haben wir im Klotischeck gespielt und vielleicht 500 Meter weiter mal auf dem Straßenfest. Aber wir waren tierisch auf Tour. Dann habe ich dieses Lied geschrieben, wo wir uns nachher dann drüber weggelacht haben. Deswegen haben wir es nie auf ein Album gebracht. Wir haben auf der Tour gespielt und dabei war auf der Tour war das natürlich auch klasse, weil da waren wir in dem Zustand. Wir waren ja 83, als dieses Album erschienen ist. Da waren wir nur unterwegs. Also da stimmte das, aber wenn ich mir vorstelle, dass wir das im Klotwisch-Eck dann auch tatsächlich gespielt haben, wo der nächste Gig vielleicht 500 Meter weiter, 2 Wochen später stattfand, das ist schon irre. Deswegen habe ich gesagt, komm, das machen wir nochmal. Habt Ulle und Anne angerufen, dass sie mir ein schönes, kleines Backing machen, wo ich mich auch wieder reinlegen kann und das dann irgendwie so, ja, auch irgendwie ein bisschen grinsend singen kann. Sag mal, das Saarland war ja nach Köln immer oder ist es bis heute Bab Hochburg. Wir haben schon oft gelacht über die Korea-Kanister, Rotwein, Branntwein, Cola in Völklingen, die rumgereicht wurden. Ja. Warum funktioniert Saarland und Köln so gut? Ach, ich glaube, es sind sehr verwandte Mentalitäten. Es sind ja auch Malocher-Gegenden. Ne? Also man weiß, was man daran hat, wenn man feiern kann. Und es muss dann halt auch gefeiert werden, wenn irgendwie die Gelegenheit ist, dann muss das auch stattfinden. Es kann so schwer sein, wie es will. Man geht einfach nicht zum Lachen in den Keller. Irgendwie so die kölsche Mentalität halt, das hätten wir immer Joti Jange, was manchmal ein bisschen merkwürdig ist, weil geht ja nicht immer alles gut, aber letztendlich fühle ich mich da auch erwischt. Irgendwie, ich bin zwar, wenn wir sagen, eine melancholische Frohnatur, aber Gott sei Dank überwiegt doch eher die Frohnatur. Und ich glaube, das ist im Saarland auch so. Du bist ja schon immer ein politischer, engagierter Kopf. Es war so ein Bild neulich, ich weiß nicht mehr wo, im Internet, ein schwarzer junger Mann, vielleicht 30, offenes Lachen vor dem Kölner Dom. Drunter stand irgendwie ehemals Kindersoldat im Kongo. Den Artikel konnte ich gar nicht anklicken, aber dein Engagement im Ostkongo, deine Afrika-Hilfe, das Herzensprojekt, du weißt vielleicht, was für ein Bild das war, wenn nicht, ist auch egal. Kann man die Welt doch so Mühe besser machen? Klar, also wenn wir nur einen von diesen Jungs oder von diesen Mädels dazu hingekriegt haben, dass er wieder ein normales Leben führen kann. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Das ist, glaube ich, einer der
in Köln mittlerweile studiert, der aus einem unserer Projekte kommt. Und ich werde den demnächst auch mal treffen. Der muss auch wunderbar mittlerweile Deutsch sprechen. Und er kann natürlich über das erzählen, was ihm passiert ist, wie ich das nicht kann. Ich kann immer nur davon erzählen, wie mich das damals 2004 wirklich vom Hocker gehauen hat, wo ich wirklich über wochenlang über nichts anderes mehr reden konnte. Weil ich war sowas von geschockt, was da passiert, was da abgeht. Ja, so dass ich auch nicht einfach sagen konnte, okay, das ist halt Afrika, wir sind in Europa, da kann ich jetzt nichts dran machen, tut mir leid. Oder das war einfach klar, ich muss da in irgendeiner Form tätig werden. 70 ist das neue 50, haben wir vorhin schon gesagt. Deine Biografien sind als Neuauflage da. Ein Buch über Bob Dylan, der wird dieses Jahr 80. Neue alte Songs in der Geburtstagsedition von Alles fließt. Nicht viel Zeit für den Sessel im Leopardefell-Optik. Da sitze ich abends schon mal drauf, wenn unser Hund mich da hinlässt, weil das ist eigentlich mittlerweile, den Sessel hat er sich gehijackt. Das ist eigentlich Numas Sessel mittlerweile geworden. Aber ich mache ja eigentlich nur Sachen, die ich gerne tue. Warum in aller Welt soll ich mich da irgendwo auf ein Leopardenfell setzen und irgendwie Däumchen drehen? Es macht so viel Spaß. Ich habe unheimlich viel zu tun. Ich brauche eigentlich den 48-Stunden-Tag, eigentlich. Jetzt sind wir noch kurz philosophisch. Dein Freund Springsteen hat in einer Doku zu seinem aktuellen Album sich die Frage gestellt, warum er das schon viele Jahrzehnte macht, Musik. Und der Springsteen sagt, Einsamkeit, Hunger, Ego, Ehrgeiz, Sehnsucht. Was ist der Drang, Musik zu machen? Und dann sagt er später, es ist der Wunsch, gehört, empfunden und verstanden zu werden. Ja, das ist wirklich zusammengezogen, das, worum es geht. Man will gehört werden und will auch verstanden werden. Man bemüht sich immer, Geschichten zu erzählen, die Leute nicht langweilen, die Leute auch dazu bringt, sich untereinander besser zu verstehen. Wenn ich einen Song auf dem neuen Album hier wie Verraten und Verkauft, das ist jetzt kein Song, der jetzt großartig Schlagzeilen macht oder so, aber dieses kleine Lied kann vielleicht dazu beitragen, dass Leute, denen es nicht so scheiße geht, diesen Kerl, diese Familie versteht. Und dann aus dieser Empathie kann was entstehen. Aus dieser Empathie kann irgendwo eine Besserung entstehen. Und ich versetze mich ja in den Typ. Ich versetze mich in seine Frau, in seine Kinder. Wenn die Kinder dann sagen oder fragen, warum der Papa neuerdings tagsüber schon trinkt. Das ist also diese Frage, die schnürt mir den Hals zu. Weißt du? Was der Springsteen nicht sagt, was wir aber auch schon besprochen haben, man macht es halt aber auch, weil es Spaß macht. Ja, natürlich macht man, weil es Spaß macht, weil man sich verwirklichen kann. Also ich wüsste nicht, was der Springsteen lieber als Beruf hätte, als das, was er da tut. Er ist ein glücklicher Mann dadurch, dass er das tun darf und seine Familie damit ernähren kann, mit dem, was er sowieso tut. Der würde auch, wenn es sein müsste, würde der auch auf der Straßenecke stehen mit dem Hut vor sich, damit er seine Lieder singen kann. Mit Sicherheit. Wolfgang, vor 10 Jahren war Konzert auf einem Rheinschiff mit ein paar hundert Leuten. Und jetzt crashen wir das kleine Interview. Wir haben es vorher aufgezeichnet, damit du jetzt zu dieser Zeit mit deinen Lieben frühstücken kannst. Was ist ab von Bühne und Gitarre was Schönes jetzt an deinem runden Tag? Ach, das Schönste ist, dass die Kinder da sind, Enkel. Und dass wir das wirklich ganz in klein machen, wirklich so in ungestörter Form. Wenn das Wetter gut ist, können wir uns auch sogar ein bisschen raussetzen, weil die Enkel sind mittlerweile ja schon, ja, sie sind ja Anfang des vorigen des Lockdowns, sind die geboren und wirbeln schon rum. Ne? Also Noah ist ein sehr talentierter Schlagzeuger, alle Kessel und alles Mögliche, und zwar im richtigen Groove. Und wenn der tanzt, ja, der tanzt, aber gut, das ist kein Maßstab. Der tanzt definitiv schon mal besser als ich.